Leute, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und Nala wollte euch auch mal Hallo sagen. Die hat gerade nicht so viel Lust. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, denn heute geht es um ein Thema, was, glaube ich, viele interessiert und zwar sind das weiße Zähne. Genau, ich selber habe nämlich echt auch schon viel ausprobiert. Ich habe oft diese White Stripes genommen oder White Stripes, wie auch immer man die nennt. Ich habe Marken aus den USA genommen, aus Deutschland und ich muss sagen, sie haben auch immer geholfen. Sie machen wirklich weiße Zähne. Aber die Frage ist, ob das wirklich gesund ist, weil ich habe gemerkt, dass nach der Zeit meine Zähne sehr schmerzempfindlich wurden, wenn es um kalte Getränke ging oder sogar auch um heiße. Und deshalb habe ich da ganz schnell die Finger von gelassen, weil ich dachte, okay, wer weiß. Und dann habe ich generell erstmal die Finger davon gelassen und habe es mit Zahnpasta probiert. Und ich muss sagen, ich schwöre auf meine Zahnpasta, das ist die Signal White Now. Die gibt es schon echt lange und ich benutze sie auch, glaube ich, seitdem es sie gibt. Und ich verspreche euch, sie macht wirklich weiße Zähne. Was ich dazu sagen muss, mir ist Zahnpflege eben sehr wichtig und ich putze mir mindestens 3 bis 4 Mal am Tag die Zähne. Ich weiß nicht, ich fühle mich da einfach besser und ich mag es und ich fühle mich gepflegter und ich finde, es sieht natürlich auch schöner aus. Und was ich dazu auch wirklich immer nehme, beziehungsweise nur morgens und abends, ist das Listerine Total Care. Da gibt es verschiedene Sorten, ich wechsle da immer ein bisschen. Habe ich einfach auch das Gefühl, dass das sehr, sehr reinigend ist. Und was ich euch auf jeden Fall auch ans Herz lege, ist eine elektrische Zahnbürste. Ich benutze die von Oral-B, also von Braun. Und ich verspreche es euch, seit ich die benutze, habe ich auch das Gefühl, dass die Zähne einfach weißer sind. Und ich finde, es ist einfach ein viel, viel angenehmeres Gefühl, damit sich die Zähne zu putzen, als mit einer normalen, ständig zu schrubben. Ich mag das persönlich viel, viel lieber. Aber jetzt kommen wir zu einem Thema. Ich bin da auch durch YouTube irgendwann mal drauf gestoßen und habe mir gedacht, habe mich wie immer anfixen lassen und habe ihn mir bestellt. Das ist dieser super weiß, super whitening Pen. Ich stecke euch den Link auch nochmal in die Infobox. Den soll man eigentlich auch jeden Tag benutzen, 30 Minuten einwirken lassen. Das Ganze funktioniert so, ihr trocknet eure Zähne ab mit Klopapier oder am Tempo, was auch immer. Putzt sie euch natürlich davor und macht euch, ich zeige euch das mal, das ist so ein Pinsel. Und damit, das pinselt ihr euch einfach auf die Zähne, lasst es 30 Minuten einwirken und spült danach euren Mund aus. So, da ich aber nicht so ein Fan von diesen Chemiesachen bin, habe ich den am Anfang höchstens einmal die Woche benutzt und es hat wirklich geholfen. Es hat nicht gebrannt, meine Zähne wurden nicht empfindlicher und ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich benutze ihn aber wirklich nur einmal die Woche. Wahrscheinlich für Leute, also das muss jeder für sich wissen, wie oft man den nutzt. Man, wie gesagt, auf der Packung steht, man soll ihn jeden Tag benutzen. Aber ich glaube, einmal die Woche reicht vollkommen aus und ich bin total zufrieden damit. Ja, das war mein kleiner Quick-Tipp an euch. Und vielleicht seid ihr neugierig geworden und probiert es selber mal aus. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!